Schafwolle und Schaflocke stehen mit den anderen Schafen in ihrer Herde draußen vor der Stadt Bethlehem. Das kleine Lämmchen Flöckchen ist auch dabei. Mäh, sag mal, Locke, verstehst du, was los ist? Diese Nacht ist so anders als die anderen Nächte. Erst konnte man kaum etwas sehen, weil es mitten in der Nacht so hell war. Und jetzt sind auch noch die Hirten weg. Du hast recht, Wolle, einfach loslaufen mitten in der Nacht. Das haben die Hirten noch nie getan. Irgendwas Besonderes muss heute Nacht passiert sein. Es liegt was in der Luft, etwas Heiliges, eine heilige Nacht. Mäh. Die Hirten waren ja ganz aufgeregt. Von einem neugeborenen Kind haben sie geredet im Stall von Bethlehem. Mäh. Da wollten sie sofort hin. Ein Menschenkind im Stall, dort wo sonst wir Tiere leben, das finde ich ja sympathisch. Aber für so ein Baby ist es doch viel zu kalt. Nee, wir können ihn doch von unserer Wolle abgeben, dann wird ihm warm. Das ist eine gute Idee, Flöckchen. Du bist wirklich ein kluges Lämmchen. Ja, und mit der Wolle gehen wir selbst zum Kind in den Stall. Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Was war denn vorhin so hell? Mäh, der ganze Himmel hat ja geleuchtet. Ja, das muss ein heiliges Kind sein. Mäh. Die drei Schafe machen sich auf den Weg und nehmen Wolle für das Himmelskind mit. Sie sind sehr glücklich in dieser Nacht. Aber hört doch mal alle genau hin. Da singt doch jemand, ob das was mit dem hellen Licht zu tun hat. Es ist Nacht. Nachts sind viele Tiere unterwegs. Auch Tiere, die fliegen können. Eule Hu und Fledermaus Fledi sind gute Freunde. Sie treffen sich jede Nacht zu einem kleinen Plausch. Aber heute ist alles anders. Hu, gut, dass du kommst, Fledi. Ich habe etwas Tolles gefunden. Guten Abend, Hu. Was hast du da? Ich habe gerade diese weiße Feder gefunden. Sie ist vom Himmel heruntergesegelt, direkt vor meinen Schnabel. Oh, wie die leuchtet. Die Feder ist bestimmt von einem wunderschönen Vogel. Fledi, das ist keine Vogelfeder. Ich habe doch gesagt, die Feder kam direkt aus dem Himmel. Die ist von einem Engelsflügel. Huhu. Du meinst, ein Engel hat dir eine Feder aus seinem Flügel geschenkt? Das ist ja wie Weihnachten. Ja, und dabei habe ich ein strahlendes Licht gesehen und einen wunderschönen Gesang gehört. Friede auf Erden, hat der Engel gesungen. Und ganz viele Engel waren bei ihm und haben mitgesungen. Das war so schön. Du strahlst ja vor Glück, Hu. Ja, ich könnte die ganze Welt umarmen. Und weißt du, was die Engel noch erzählt haben? Heute Nacht ist das Kind geboren, das uns den Frieden bringen soll. Da will ich jetzt hin. Und damit du auch glücklich bist, Fledi, schenke ich dir diese Feder, damit es für dich auch wie Weihnachten ist. Oh, vielen, vielen Dank. Dann komme ich gleich mit. Und ich kitzel das Friedenskind mit der Feder am Fuß. Oh, wie es dann lacht. Die Eule und die Fledermaus machen sich auf den Weg und nehmen die leuchtende Engelsfeder mit. In ihren Herzen klingen die Lieder der Engel.
lange sind die Kamele Kemal, Katinka und Cora schon unterwegs. Das Morgenland, aus dem sie kommen, liegt weit weg. Auf ihren Rücken tragen sie die heiligen drei Könige. Kamele sind sehr genügsame Tiere. Sie können weite Strecken zurücklegen. Aber wo soll die Reise eigentlich hingehen? Ich könnte ja stundenlang weiterlaufen. Aber die Menschen brauchen zwischendurch mal eine Pause. Ja, die heiligen drei Könige sind schon in ihr Zelt gekrabbelt und bald werden wir hören, wie sie schnarchen. Noch heute Nacht wollen sie wieder aufbrechen, damit wir bald unser Ziel erreichen. Seht ihr am Himmel den hellen Stern? Wir sind heute wieder viel näher gekommen. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet, wo der Stern am hellsten leuchtet. Ich habe gehört, wie die heiligen drei Könige sich unterhalten haben. Sie suchen einen neuen König, größer als alle Könige. Der Stern zeigt uns den Weg dorthin, wo der König geboren ist. Wie? Der König ist gerade erst geboren. Er ist ein winziges Kind und soll der größte von allen sein. Dann muss es ein besonderer Kind sein und ein besonderer König, wenn sogar der Himmel seine hellsten Sterne schickt. Und wenn unsere heiligen drei Könige so einen weiten Weg machen, um diesem Kind Geschenke zu bringen. Hey Kemal, jetzt denk doch mal nach. Wer macht hier den weiten Weg? Wir Kamele sind es doch, die die ganze Strecke laufen. Und wir sind es auch, die Geschenke tragen. Gold, Weiher und Myrrhe. Vor allem das Gold glitzert ja selbst wie der hellste Stern. Aber für diesen kleinsten, größten König mache ich das gerne, den weiten Weg und die Geschenke tragen. Wenn er mal groß ist, wird er für alle Menschen da sein. Deshalb will ich jetzt für ihn da sein. Die drei Kamele werden bald wieder aufbrechen und dem Stern folgen, bis sie den neuen König finden, Gottes Sohn im Stall von Bethlehem. Es ist schon tiefe Nacht. Im Stall von Bethlehem ist Ruhe eingekehrt. Die Eltern Maria und Josef haben sich im Stall schlafen gelegt. Das Jesuskind liegt in der Krippe. Nur Ochse Otto und Esel Else halten noch Wacht. Ja, nun ist es wieder still geworden. Stille Nacht, heilige Nacht. Was war das für eine Aufregung vorhin mit dem kleinen Kind? Maria und Josef hätten ja fast keinen Platz mehr gefunden. Deshalb musste es hier im Stall geboren werden, bei uns Tieren. Ja, nun liegt das Jesuskind hier in der Krippe, aus der wir sonst unser Futter fressen. Und auf einmal kam so viel Besuch. Hirten und Schafe, auch Könige, auf ihren Kamelen waren da und haben Geschenke gebracht. Aber am lustigsten war es doch, als die Fledermaus das Jesuskind am Fuß gekitzelt hat. Oh, wie hat es da gelacht. Ja, mit der Feder vom Engelsflügel. Weißt du, Otto, ich glaube, das ist kein gewöhnliches Kind. Das hat zwar
winzige Füßchen wie jedes andere Baby. Aber mir kommt es so vor, als wenn Jesus schon jetzt die ganze Welt in der Hand hält. Wenn Jesus groß ist, als würde er mal auf einem ganz normalen Esel wie mir reiten, weil er bei den ganz normalen Menschen sein will, nicht nur bei denen, die sowieso immer ganz weit oben sind. Das Herz von Jesus ist so groß, dass alle Menschen reinpassen, die Großen und die Kleinen und auch alle Kinder. Und alle Tiere. Ja, ich glaube, in diesem Kind kommt Gott zu uns. Gott kommt in die Welt, hilflos und klein liegt er im Stroh. Gott im Stroh, das macht mich froh. Du bist ja ein Dichter, Otto. Schau mal, aus dem Stroh kann man einen Strohstern machen. Der erinnert uns an den Gottessohn im Stroh und an den schönen Stern von Bethlehem, der heute Nacht so hell leuchtet. Jedem Menschen sollen die Weihnachtsengel so einen Stern bringen, damit alle wissen, euch ist heute der Heiland geboren.